So, und willkommen zurück bei Tanz dir die Seele aus dem Leib. Nein, ich habe keine Lust mehr und ich hoffe, es ist nicht zwingend notwendig, um dieses Spiel zu schaffen. Rotz! Heife! Massakrier! So, wir gehen jetzt zu den ausgetrockneten Wasserfällen. Und die Glutkerne, geben wir noch nicht ab, da wir noch nicht genug Glutkerne haben. Uns fehlt ja eines. Wir verloren einen Glutkern und danach erstmal eine Menge Geld. Was für ein Scheiß! Ich will... Achso, ja, Moment. Ist ja nicht der andere Zelda-Teil. Arcanum-Kerne, hier. Uhuhu, die Legende der Nixe reicht von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Ach, echt? Das bedeutet wohl, wir müssen in diesem merkwürdigen Zeitreisespiel eine... Pass auf, eine Zeitreise machen? Unglaublich! Au, au. Wir gehen aber zurück zum Berg, da ich die Glutkerne abgeben möchte. Die Glutkerne und die Bomben. Ach ja, Moment. Ich möchte natürlich auch rennen. Denn das dauert mir alles zu lang. Moment. I have a better idea, because I'm intelligent. Whoop. Wir können auch hier diese Abkürzung nehmen. Die uns hoffentlich... Nein. An die falsche Stelle bringt. Wir müssen irgendwo... Abbruch. Ernsthaft? Wir haben dort oben keinen Teleporter? Au. Au. Ah. Ah. Prinzessin! So. Beam me up, Scotty. Ich will an dieses Herzteil. Also, jetzt müssen wir erst einmal die Zeit wechseln. Und das machen wir jetzt am besten mit dieser Stelle. Denn so funktionierte es ja auch das letzte Mal. Okay. Hier, ich hab dein Shit, aber nur unter der Hand. Schatzsuche ist nicht wahr. Ja, okay, los. Überlass mir die Suche, ich werde schon das finden. Komm später nochmal wieder. Wenn ich mich dann noch an dich erinnere. Wie sollte man zum Goron gehen? Ich glaube hier, es muss einfach einen Schatz geben. Also, wofür habe ich ihm denn den ganzen Scheiß gegeben? Damit er weiter mit seinen Fäusten auf die Wand eindrischt? Sehr gut. Was wollen wir jetzt überhaupt machen? Wir wollen natürlich wieder runter. Irgendwie, Moment, dieser Raum war zu nichts gut. Oh. Ja, das ist unser Baum in der Zukunft. Naja, schön. Hier. Zeitreise. Mal schon, ob was wuchs. Wahrscheinlich nicht. Huch. Nein, nicht. Achso, wir setzen den Kern in der Vergangenheit. Dann ergibt das Sinn. Huch. Dachte schon, es würde uns wieder zurück teleportieren. So, nein, nicht die... Obwohl... ich bin völlig verloren.
all diese Zeitreisen verwirren mich. Ach scheiße, wir müssen doch ins Gurondorf. Moment. Das war der falsche Kern. Ich hasse Fledermäuse. Was habe ich diesen Fledermäusen jemals getan? Also diesen Fledermäusen hier, nicht Fledermäusen allgemein. Zack. Mensch, die Passage haben wir noch nie gesehen. Schlaf weiter, Grone, schlaf weiter. Wie kommen wir dort nach unten? Waren wir dort überhaupt schon mal unten? Möglicherweise. Warte mal, der schlägt doch... Moment, der befindet... Moment. Wir haben ihm in der Vergangenheit den Shit gegeben, ne? Au, a, i, u. A, i, u, a, a. Das hier ist jetzt... Ist das die Gegenwart oder ist das die Zukunft? Ich bin völlig verwirrt. I'm so verwirrt. Das hier sollte die Gegenwart sein, nicht wahr? Das bedeutet, die Harfe sollte keinen Effekt erzielen. Genau, das ist die Gegenwart. Er schlug in der Vergangenheit irgendwo hier Felsen beiseite. Aber es veränderte nichts in der Gegenwart. Why? Nörgel, Nörgel, Nörgel. Nörgel, Nörgel, nie zufrieden sein. Nörgel, Nörgel. Okay, zurück in den Wald. Das war alles für die Katz. Oh, Hecki. Platz machen. Macht Platz für die Hexe. Preiset die Hexe. Wow, tolles Zeug. Und an das meiste kommen wir natürlich auch heran. Yay, leck mich. Ja, werd fertig. Hol mal den Rubin! Dummes, dummes Mädel. Au, dummer, dummer Link. So. Ausgetrocknete Wasserfälle. Höchstwahrscheinlich der nächste Dungeon, wobei der recht frühzeitig dran wäre. Ich hoffe, ihr hört hinter mir den Staubsauger nicht. Jetzt ist er aus. Das. Ja. Hallo, nicht mehr ausgetrocknete Wasserfälle. Ja, schauen wir mal. Hier kommen wir nicht weiter. Au. Ich werde von allem getroffen. Schauen wir mal. Na, ihr... Wir Goronien lieben Spiele, sehr viele Spielhöhlen. Eine Spielhölle, quasi. Es gibt hier auf dem Kugelkammer einen riesigen Wasserfall, den musst du gesehen haben. Aha. Ich weiß nicht, sollen wir da schon lang? Ach, kommt. Wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir auch nicht backtracken. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wir sind fast tot? Fiel das schon mal irgendwem auf? Außer dir? Okay, jetzt sind wir wieder... Oh, Fee.
Jetzt sind wir wieder oben. Aha. Was wir wohl hier machen müssen. Boris, die fröhliche Bombe. Wow, 100 Rubine, das ist sensationell. Wollten wir uns nicht irgendetwas für 500 Rubine kaufen? Natürlich, das Herzteil. Das wir uns bis vor kurzem noch abschminken konnten, da uns der dämliche alte Sack einfach mal einen Haufen Money stahl. Was ich jetzt als bisschen kontraproduktiv achte. Hi. Sag's nicht weiter, aber ich bin mit dem graziösen Goron befreundet, ganz im Ernst. Der graziöse Goron trinkt täglich Lavasaft, um mehr Energie fürs Tanzen zu haben. Ich möchte auch welche haben. Hilft uns das vielleicht weiter? Moment. I am not stupid. I'm stupid. So. Aha. Fantastulös. Nun schauen wir mal weiter. Na, Alter. Ich würde die ganzen Kugelkerne mit Donnerblumen bepflanzen. Ich sah in der Zukunft keine Donnerblumen. Aber wenn er meint, vielleicht starb er ja vorher. Immerhin meinte er, er wird den Kugelkamm mit Donnerblumen bepflanzen. Er ist alt. Der Älteste ist voller Elan. Kann ich nicht mithalten. Genau. Jetzt doch. Wie kommt ihr Goron überhaupt rüber? Die Schießbude ist beinahe so beliebt wie das Tanzen. Die Schußbude. Der graziöse Goron hat aber gebracht, wie er Schlüssel in der Grotte des Wasserfalls gefunden hat. Ich bin richtig neidisch geworden. Aha. Ha! Ich sitze hier im... Moment, ich kam aber von der anderen Seite. Jetzt müsste er mich doch rauslassen und mich beschuldigen, hier irgendwie eingedrungen zu sein. Ist das dumm? Also müssen wir ihn schlagen? Ach, warum? Das macht doch keinen Spaß. Leicht verschnupft bin ich auch noch. Ich vergesse jedes Mal, mir Taschentücher zu kaufen. Okay, vielleicht finden wir diesen Lavasaft. Vielleicht hilft er uns. Nein, ich will doch überhaupt ich will überhaupt keine Säckchen ausrüsten. Lass mich doch in Ruhe. Hier, das ist all die Ausrüstung, die ich benötige. Au. Okay, ja. Moment. Hä? Wait a minute. Ah, natürlich. So wird ein Schuh drauf. Oder auch nicht. Das sieht schön aus. Wie soll man denn... Das geht doch überhaupt nicht. Der Samen lässt sich nicht nach rechts schieben. Er lässt sich hochheben, ja. Aber sobald er geworfen wird, zerbröselt er. How should this work? Vielleicht weiß die Zeitrad. Drehen wir mal am Zeitrad. Aha. Oho. Dieses Spiel ist so verwirrend. Aha. Ha. Goronenmusik ohne Goronen. Ein paar Maronen wären mir jetzt ganz recht. Habe ich noch nie probiert, Maronen. Ich
ich heute nachher sowieso noch einkaufen gehen. Könnten wir ein paar kaufen? Ist so überhaupt gerade Maronzeit? Ach, ist ja gerade Sommer. Muss. Nix. Ist gar nix. Was sollen wir hier? Runterspringen werde ich definitiv nicht. Au. Uiuiuiuiui. So, wo sind wir jetzt? Bombenspaß und Lorenschuss. Den Schuss haben wir wirklich manche. Ich suche Muntermacher, gezeichnet Betreiber des Bombenspaßes. Aha. Hi. Mir ist nicht nach Spielen zumute. Bis vor kurzem habe ich Nacht für Nacht durchgearbeitet. Da habe ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ich brauche etwas, was mich wieder munter macht. Ach, der arme Kerl. Meine arme Nase. Schauen wir mal, was sich oberhalb dieser Treppe befindet. Im nächsten Video. Sollte euch das aus irgendwelchen Gründen Spaß gemacht haben, was ich nicht glaube, dann schaut doch in meine alten, aktuellen oder zukünftigen Videos, wenn ihr mich noch weiter verfolgen wollt. Und ja, bis dahin.